Der Architekt Stengel ist im Jahre 1694 nach Saarbrücken gekommen und fing 1694 geboren und fing 1762 an, diese Kirche zu bauen. Überlegen Sie bitte mal, wie alt er war. Zu der damaligen Zeit wurden die Menschen ja zum größten Teil nicht älter wie 50 Jahre. Und am 25. August, am Tag des heiligen Ludwigs, 1775, wurde diese Kirche hier mit einem triumphalen Gottesdienst eingeweiht. Der Architekt Stengel hat immer Breitsäle gebaut, Gottesdienst, Kirchenhäuser, breite Säle. Hier haben wir zwei breite Säle, die sich zu einem Kreuz, zu einem griechischen Kreuz zusammenfinden. Sie kennen normalerweise immer diese Längen, diese Tiefe. Wenn der Tod weggetragen wird, dann ist man schon ein bisschen vertraut und nicht mehr dieses Schockerlebnis, was man normalerweise hat. Dann haben wir die Kanzel. Unten an der Kanzel ist ein Weizenkorn. Das kommt aus der Erde und geht in die Erde für Leben und Tod. Dann haben wir hier die Trauertücher. Das sind die Tücher von den Damen, die Jesu Tod beweint haben. Und daher aus kommen Zungen. Das sind die Zungen, die von der Auferstehung sprechen. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Und dann haben wir hier einen Kranz. Ein Kranz ist immer das Symbol der Unendlichkeit. Kein Anfang, kein Ende. Aber auch das Symbol des Sieges. Überlegen Sie doch bitte, bei den letzten Olympischen Spielen ist eine alte Tradition wieder erwacht, indem man den Sieger, den Lorbeerkranz, wiedergegeben hat, mit die große Magnusklasse. Und wir haben also hier die